Einen wunderschönen guten Morgen, ladies and gentlemen, mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Wir waren hier stehen geblieben bei der letzten Folge. Dann müssen wir jetzt erstmal streichen. Müssen wir das hier alles streichen in weiß? Mal kurz gucken. Aha, und hier ist was anderes. Hier ist Kiefer. Oder was? Warte mal. Jetzt gucken. Ne, ist auch weiß. Okay, dann müssen wir jetzt hier alles weiß streichen. Halleluja. Dann mal ein bisschen was vor uns. Würde ich mal sagen. Übrigens habe ich gerade gesehen, dass ich irgendwie noch ein Haus habe, was noch gar nicht fertig ist, dass ich mit drin aufgehört habe. Kitschhaus nennt sich das. Naja, kann passieren. Übrigens, mir ist gerade eingefallen, dass ich demnächst auch wieder iRacing rausbringen werde. Die neue Season hat begonnen, die 13. Season ist vorbei. Und wir sind jetzt übrigens Lizenz C. Das heißt also, ich werde mit euch den Formula 2.0 fahren von McLaren, ist das, glaube ich. Ich glaube schon. Und bin zurzeit fleißig am Üben diesbezüglich, weil es ist der Nürburgring Grand Prix, den ich fahren muss. Ja, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Bin auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen nervös, weil neues Fahrzeug, neue Strecke, das übliche halt. Und dann noch labern, das ist halt so eine Sache für sich, ja, liebe Leute. Weil iRacing ist wirklich anstrengend. Also nach einem Rennen kann ich echt mein T-Shirt immer wechseln, weil es pitchen nass ist. Sozusagen der Angstschweiß. Keine Ahnung. Das ist das einzige Spiel, wo ich das Problem habe, gell? Das ist strange auf jeden Fall. Ich vermute mal, es ist Konzentration oder so. Anders kannst du mich erklären. So. Machst du hier noch ein bisschen? Genau. Da sieht man. Das sieht man, hat man schon 42% in kürzester Zeit. Ja, es geht ruckzuck hier. Braucht man schon fast gar nicht mehr zu schneiden, ja? Wenn ich mal so belege. Schon fast die Hälfte in wenigen Sekunden hier. Na, ist schon geil, wenn man hier so auf einmal klatsch drei Stück machen kann. Geht ab, wie Schmitz-Lumbis hier. So, 100% haben wir hier. Einmal, jetzt müssen wir, was müssen wir jetzt noch machen? Laminat. Okay, Fußbodenlaminat Kiefer wollen sie haben. Ich hab nochmal nachgeguckt, wenn wir den nächsten Upgrade bekommen, das dauert ja noch 565. Gut, dann gucken wir mal. Ich gebe euch einfach mal Kiefer ein. Da haben wir ihn schon. Fußbodenlaminat Kiefer. So. Okay, bis wohin eigentlich? Ist das komplett oder... Ist das hier nicht... Okay, bis wann? Also im Prinzip bis zu dieser Wand, oder was? Jo, steckt man schon. Okay, dann machen wir das. Jo. Flop. Ah, habe ich leider ein bisschen verhaftet gerade, aber ist egal. Müssen wir halt nochmal hier drüber. So. Dann hier nochmal ein bisschen. Gut, dann machen wir hier noch. So, und das kann man... Ja, ich weiß nicht, ob wir es so lassen sollten. Ich glaube, wir machen auch hier Laminat, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Gut, wir haben das dafür jetzt hier 100%. Und dann kommt hier was hin. Okay, also Fußbodenlaminat, Kiefer und Keramikfliesen. Hey, gucken wir einfach mal. Bodenfliesen. Was sie haben. Hier ist schon mal kein Kiefer. Was wollt ihr von mir? Wenn bei Keramikfliesen. Warte mal, gucken wir gerade. Ob wir überhaupt hier welche haben. Keramikfliesen, was? Graue Quadrate. Dann wäre das hier. Dann würde ich sagen. Warte mal, was kommt denn hier hin? Überhaupt. Gut, wir machen erstmal die Deckenlampe hin. Ich will mal wissen, was das für ein Raum wert überhaupt.
Deckenlampe dreifach. Ja, das ist in Ordnung. Machen wir mal. So würde ich sagen. Zack. Dann wollen sie noch eine haben. Kommt die auch da hinten? Nee, glaube ich nicht. Dann machen wir hier nochmal einen. Oh, diese müssen wir noch versetzen. Das sieht nicht so schön aus, wie ich gerade gemerkt habe. Oh. Ah, ein bisschen rüber. Ja, stimmt, das ist in Ordnung. Der kann auch mehr in die Mitte. So in etwa. Ist zwar dann versetzt, aber haben wir wenigstens überall gleiche Ausleuchtung sozusagen. Und jetzt wollen sie was haben? Ein Sofa. Sofa. Elle. Mal lederfarbig. Dunkelblau. Schwarz. Schau mal, ein stinknormales Schwarzes. Ich würde sagen, warte mal, hier vor dem Kamin sieht auch schön aus. Ah, da sind wir so weit weg. Dann machen wir es hier hin. So. Dann noch ein Sessel. Den hier. Machen wir ebenfalls in Schwarz. Ja, den Sessel, den könnten wir ja rein theoretisch hier hinsetzen, aber das wäre doof. Wohl. Kurz gucken, kann man das auch mittig setzen? Mal ein bisschen. Na komm. So. Ja, das ist blöd. Ach komm, lassen wir mal so. Dann möchte er einen TV-Schrank. Ja, dann würde ich das sagen, wir mal. Warte mal, ich mache mir das am besten. Wenn es da hinsetzt, geht das? Passt das? Das würde sogar so passen. Aber dann würde der Fernseher, der würde hier hinkommen eher. Dann wollen sie den Fernseher natürlich haben, logisch. Dann nochmal den mal hier. Ich muss mir das gleich mal alles anschauen von dem Platz her. Wie wir das machen. Schrank. Schrank. Renovo. Buche. Immer ganz andere Farben. Das ist natürlich blöd. Das würde am ehesten passen. Okay. Müssen wir es echt mal anschauen. Und was wollt ihr noch haben? Noch einen. Ja, noch einen. Jetzt machen wir hier hin. Alter, wie viele Schränke wollt ihr haben? Hab ich mich mal verguckt oder zählen die nicht? Immer grau. Ups, ich glaube, ich habe den falschen genommen, oder? Schrankranemo. Warte mal. Ich nehme mal gerade den hier zum Testen. Na, Buche. Oh, mal Glas. Sieht am schönsten aus, finde ich. Dreh mal rum. Danke. Setz ihn auf mal hinten. Ja, natürlich, so war es der falsche. Ah ja, klar. Zack, zack, weg damit. Dann Spülbecken an die... Alter, wo soll denn der ganze Kram hin? Mann. An die... Wäre das hier? Schau mal auf jeden Fall die Farben wieder mal an, dass wir es halbwegs gleich haben, weil das passt am besten. Und dann, tja.
Boah, wie riesig bist du denn? Alter! Ich kann jetzt sagen. Nee, das kann nicht sein. Alter, wo soll das hin? Ja, okay, dann runder Tisch. Otto? Nochmal Eiche. Mit was? Kühlschrank mit zwei Türen. Kühlschrank mit zwei Türen, das wäre der hier. Nochmal dunkel. Nur komplett dunkel, oder? Ja, oder? Macht mal, wie sieht das Rote aus? Das Rote sieht natürlich auch stylisch aus. Aber das passt gar nicht. Nee, 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 nee. Dann nehmen wir lieber Stahl. Ich spatsch erstmal alles einfach rein, um zu gucken, wie viel Platz wir haben hier. Jetzt müssen wir so ein Gasherd anbringen. Okay, wo könnten wir die Küche auf den quetschen? Das will ich jetzt mal wissen. Passt die hier hin? Wenn man sie drehen würde. Ne, passt da nicht hin. Wo soll diese riesen Küche verfickt nochmal hin? Sorry, wenn ich gerade so laut werde, aber... Wo soll das bitte hin? Hier können wir nichts hin tun. Hier ist ein Flur. Passt gar nicht. Dann könnte man hier hin so einen hinsetzen. Das würde passen, so optisch. Obwohl, den kann man auch hier hinsetzen. Das wäre aber zu mastig wieder. Setzen wir mal hier rüber. Mal soll man ja nicht an. Passt das vielleicht da rein? Das sieht auch so gequetscht aus. Gar nicht. Na, ich glaube, das Beste ist eigentlich wirklich so zu machen. Aber diese Küche macht mir Sorgen. Und dieser Riesenschrank. Na gut, der würde hier noch hinpassen, oder? Dann steht der ab hier, oder? Obwohl, das geht, das geht, das geht. Okay. Ah, das hier. Wo soll ich das hin tun? Das ist doch... Das ist... Ding der Möglichkeit, irgendwo hier hinzukriegen. Eins, was man machen könnte, wäre so freistehend, aber. Ja, toll, dann ist die Tür blockiert. Gut, wir könnten es dahin machen. Oder? Kurz gucken. Sieht das so aus? Okay, warte mal. So, dann kommst du mal mit. So. Dann machst du ihn so hin. Dann, ja, das passt ja. Den holen wir mal da weg. Und quetschen wir den lieber hier hin. Mach mal den Kühlschrank. Wie groß bist du denn? Passt du dahin in die Ecke hier? Ja, du würdest dahin passen sogar. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. So, den Tisch. Wo machen wir den jetzt hin? Den können wir dahin quetschen. Ah, diese Küche finde ich echt hässlich an der Stelle, um ehrlich zu sein. Dann tun wir den Tisch dann hier hin. So.
Dann wären wir hier. Können wir hier Laminat hinsetzen? Schauen wir gleich mal die Fliesen an. Jetzt müssen wir noch was machen. Ein Gasherd. Guck mal, wie groß bist du denn? Welchen Gasherd überhaupt? Wir sind zwei. Das ist auch ein bisschen doof. Wie groß bist du denn? Der Vierer, wie groß bist du? Okay, der passt eigentlich so hin. Machen wir den dann hier hin. Machen wir den hier hin, so. Das ist der falsche natürlich. Ist ja klar, wie Kloßbrühe, aber ja. Mann, Mann, Mann. Oder der hier? Gut, der ist es. Dann brauchen wir eine Stahlhaube. Ja, wo sollen wir die jetzt wieder hinquetschen dann? Ach, der geht ja bis hier. Da passt der ja rein theoretisch dahin. Schieben wir das mal alles rüber. Mal zum Testen. Mattengequetsche hier. Nehmen wir weiß. Gucken wir mal. Haben wir hier weiß. Da wollen ja vier Stühle, wollen sie ja haben. Können wir also einen hier hinsetzen. So. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die Couch und so weiter hinquetschen noch. Und noch einen. So, Metallmülleimer. Ja, das ist kein Problem. Den kann man ja hier hinsetzen. Panteo was, gell? Ja, Panteo. Dann würde ich sagen, setzen wir hier hin. Und Teppichgelb. Den hier wollen sie haben. So, da hätten wir alles. Gut. Jetzt gucken wir mal, wo wir das hinkriegen jetzt. Eigentlich wäre am besten, wenn wir das hier, den Tisch dann hier rüber schieben. Die Couch sind da. Da kommt der Fernseher hin. Den Kühlschrank können wir gleich mal gucken, wo wir den. Obwohl. Ah, wir gucken mal. Ich schiebe erstmal den Tisch rüber. Hier haben wir so viel Platz noch. Oder kann man den noch hier hinquetschen irgendwo? Nee, das ist zu eng. Das ist zu eng, definitiv. Dann machen wir den da hin. Ist ja doof in dem Stuhl. Dann kann man die Couch wenigstens. Genau, den Kühlschrank. Okay, ich glaube, ich hab's. Kommt hier der Fernseher hin? Gucken wir erstmal da hin, damit wir überhaupt das Ding da hinsetzen könnten. So. Ey, lass du mich hier durch, du blöder Fernseher. Okay, dann würde ich sagen. Gucken. Den kann man ein bisschen rüber, oder? Na? Okay, weiter geht's nicht. Schade. Gut, dann passt das nämlich jetzt. Fernseher kommt dahin. Jo. Und du kommst. Ja, ein bisschen so rum, würde ich sagen. Und der hier. Können wir dann hier hinsetzen. Gut, 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 gut. Das ist ein bisschen doof mit dem Kühlschrank dort. Ah, besser geht's nicht, weil. Ja gut, wir kommen durch, aber. Schön ist was anderes. Gucken. Ja, sind's. Sehr gut. So. Ja, das ist viel blöd, gell? Dass dann jetzt hier Holz dann kommt. Aber okay. Müssen wir jetzt mit leben. Obwohl das passt halbwegs. Man sieht es ja nicht. Von daher
Ist das in Ordnung? Hier können wir dann... Na gut, hier sieht man es ein bisschen. Aber besser geht's halt nicht. Dann jetzt noch dieses Kiefer. Ah, die Suche haben sie auch geändert, wie ich gerade bemerke. Früher musste ich dann mal rein ausklicken. 90. Ja, das war's nicht. Yes, 100%. Gut. Den holen wir weg. Der ist nämlich hässlich an dieser Stelle. Würde ich sagen, machen wir den ja schön an der Küche. Dafür versauen wir alles, aber komm. Das ist ja wenigstens ein gewisser Kontrast hier auch gegeben. Machen wir den wenigstens bei der Spüle hin. Da haben wir nicht so viel Siff. So. Okay. Ach nee, fehlt noch Weiß irgendwo. Ihr wollt mich doch echt natzen, oder? Ach, ist mir zu blöd. Das ist mir jetzt echt zu doof. Hier sind wir fertig, gell? Jo. Wie sieht's hier aus? Was müssen wir hier machen? Silber, Eis und Weiß. Ich mache aber erstmal die Gegenstände, damit ich weiß, was das für ein Zimmer wird überhaupt. Die hier wollen sie haben. Ist das ein Kinderzimmer vielleicht? Wir werden es sehen. Und ein stilvoller Hocker. Aha. Stilvoller Hocker. Ja, das man auch weiß. Wo setzen wir den jetzt hin? Wenn ich überhaupt wüsste, was wir den benötigen. Na gut, setzen wir mal hier daneben. Stuhl würde ich sagen, kommt woanders hin. Moment mal, wir setzen mal den Stuhl hier hin und den Hocker, der kommt wohl eher dahin. Das sieht, finde ich, eigentlich am logischsten aus. Würde ich mal sagen, oder? Ach, schau mal Gedanken hier, gell? Das ist unglaublich. Komm, tu mal den Hocker einfach mal dahin. Kann derjenige sich selbst entscheiden. Und noch einen wollt ihr haben. Okay. Zack. Und runder irgendwas, runder Mülleimer, Gott. Tja, dann machen wir den da hin. Okay, jetzt wollt ihr jetzt ein Fußbodenlaminat braun. Braun, Fußbodenlaminat braun. Deswegen habe ich so hellere Farben genommen. Dass mir dann ein bisschen mehr Kontrast hat, aber ich glaube, das sollte ich nochmal ändern. Bin mir gerade nicht so ganz sicher, ob das so passt. Hoppla. Der Schrank, den müssen wir wegmachen. Der ist nicht so dolle. Gucken wir nochmal. Wie heißt du? Der Charles war es, genau. Nehmen wir lieber so einen helleren Ton. Das passt auch nicht so ganz. Darum halt so Wedge. Und passt zur Kommode halt. Na komm. Okay, jetzt müssen wir noch pinseln. Silber, Eis und Weiß. Bin mal gespannt, wie das Silbereis aussieht. Das ist so ein Grauton. Okay. Und natürlich Weiß. Und ich mach mal Licht an hier. Ah, man sieht was. Hier gefällt mir noch nicht der Schrank hier. Und halt auch Kirschholz. Ich finde, diese Kommode passt halt einfach nicht optisch da rein. Die stört mich halt. Wisst ihr, was ich meine? Kann man dieser Kommode nicht noch irgendwas machen?
Ist besser auch. Nicht Kommode, wie heißt das Ding? Wie heißt das? Ach komm, ist gut. Komm. Fertig, ey. Schnauze voll hier. Würde ich sagen, machen wir. Gucken. Ich muss erst dann, ich weiß gar nicht, wo ich das Weiß verwenden soll hier. Gut, wir könnten die Wand hier weiß machen, aber. Genau, ich habe eine Idee. Wir machen das grau und der Rest machen wir dann weiß. Okay, dann bis später. Okay, dann wäre der Raum ist auch fertig. Sehr gut. Der ist auch fertig. Gott sei Dank, der ist fertig. Ja gut, bis auf die 99% und das komisch. Verstehe nicht so ganz, was da fehlt noch. Hier haben wir auch noch einen. Alter, was müssen wir denn hier machen? Oh, wir müssen Angst machen. Okay. Hey, wo fehlt denn hier noch was? Hier? 100%, 100%. Das ist auch 100%. Ich mach mal Licht an, damit ihr das seht. Hallo? Ach! Hallo? Ach, hier ist kein Licht drin, ups. Dann geht's natürlich nicht. Was ist das denn? Okay. Ja, keine Ahnung, was hier noch fehlt. Irgendwie. Hier fehlen noch zwei Aufgaben, klar, aber. Hm. Na gut, dann würde ich sagen, das war's damit. Der heutigen Folge. Weil ich finde hier nichts mehr, was wir noch machen müssen. Um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, davon viel. Ja, ansonsten ist das, denke ich mal, in Ordnung hier alles so weit, so gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da und ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darauf freuen. Ah, hier. Hier haben wir noch was. Ah. Eine sechseckige Deckenlampe. Das machen wir jetzt noch schnell. Weil hier ist eh zu wenig Licht. Finde ich zumindest. Oh, zack. Wo haben wir den Lichtschalter hier? Ah, wir sehen was. Sehr schön. Was fehlt noch? Metallmülleimer. Loren, oder? Ja, Loren. Pflanzen wir den jetzt hin. Passt der auch hier rein? Finde ich mich am logischsten eigentlich mehr. Warum soll hier Müll immer stehen? Aber okay, ihr wollt einen da haben. Bitteschön, bekommt ihr. Was haben wir da? Schwarz. Details. Lass mal lieber. Das Orange passt leider nicht so ganz dahin. Gucken, das Grau. Ja, ist okay, würde ich sagen. Gut, dann können wir den Müll mal daneben stellen einfach. Wenn die Schuhe geputzt werden, können sie dann gereinigt werden. Okay, dann haben wir das soweit, alles soweit. Ist auch lustig hier mit den Lampen. Klick an, aus, an. Aus. Okay, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch was gefallen hat, lasst mir einen Kommentar auch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darauf freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.